Servus Leute, willkommen zurück zu Medieval. Es ist wieder lange her, ich weiß, aber ich habe keinen Vorrat mehr und jetzt muss ich aufnehmen. Naja, müssen nicht, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich verwende da das öfter mal das Wort müssen, obwohl es kein Müssen ist, aber ich habe nun mal kein anderes Wort für diese Aktion. Gut, ja, ich werde hoffentlich das Spiel jetzt dauerhaft aufnehmen, bis es beendet ist. Wir beginnen mit der Galgenschlucht. Die Galgenschlucht. Willkommen in der Galgenschlucht, dem luxuriösen Rückzugsort der verurteilten Kriminellen. Unsere Attraktionen beinhalten die Spitzstangenrutsche, die Schlangenbahn und unseren absoluten Publikumsrenner, die Seilschaukel. Mal wieder so lange her, dass ich nicht weiß, welche Taste was macht. Geil, oder? Fällt Bäume und nicht Bäume. Ah. Muss mal testen, wie das alles jetzt nochmal ging. Wie gesagt, ist lange her. Haut ab! Du Deibel! So, ihr habt... Hör auf! Hier, fresst meine Axt! Warum lebt ihr noch? Haut ab! Super, die ersten beiden Gegner und ich habe schon eine Flasche verloren. Da vorne ist noch einer. Magischer Langbogen. Nein, das will ich nicht. Ja, das will ich. Die Kamera könnte auch ein bisschen besser sein. Sag mal. Wie halten die aus? Ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schuss. Warum steht wieder einer? Hier, schmeck. Pfeile. Sag mal, das ist ein Scherz, oder? Gerade schon sagen. Dann heile ich mich mal. Kann ja nie wissen. Bin aktuell sowas von dem Xenoblade Chronicles Fieber. Ich nehme es die ganze Zeit auf, ohne Gnade. Jetzt schon seit, weiß ich nicht, einen Monat oder so. Jeden Tag. Legendäre Drachenrüstung wurde von Drachen einer längst vergangenen Ära geschmiedet. Sucht noch übrige Drachen, um diese mächtige Rüstung zu erobern. Ich dachte, die habe ich schon. Oh, gerade noch. Wow, das ist ganz schön knapp. Vorne sind noch zwei. Eine Mumie. So, die hängen am Galgen. Hm. So ist klüger. Nein, er haut ab. Nimm den da. Mehr. Da ist noch einer, aber da ist ein Buch. Ihr könnt das Drachenflammentor nicht passieren?
Nutzt diesen Alternativweg nur, wenn keine andere Wahl besteht. Und kehrt zur Gallomer-Karte zurück. Ach so. Das ist ein Rückweg, ein einmaliger, oder wie? Mann, was soll die scheiß Kamera? So ist es schon wesentlich besser. Auftreten. Ein Silberschild, danke. So, ich muss zuerst schlagen drücken und dann springen. Hier, friss meine Axt. Ah. Ich drück doch. Hau ab. Wehe, du drängst mich da rein. Da. Mann, jetzt habe ich hier ein Problem mit der Kamerasteuerung hier, weil die genau entgegengesetzt ist zu allen anderen Spielen. Na stimmt, ich kann ja so wegrennen vor denen. Ja, wo sind sie? Da stehen sie ja. Wer? Dann kommt ihm nicht her, da bleibt ihm in der Ecke stehen und stirbt. Was gibt's hier noch Feines? Leckerli für mich? Gar nichts. So eine Kamerasicht. Ist was zum Ziehen? Oder auch nicht? Ist eine böse Truhe drin. Die nichts kann. Da ist eine Hans, die mich greifen will. Ja. Vorne ist Mummies Alive. Da die Ecke stehen noch zwei. Ich bin ja nicht blind. Du Deibel. Oh, die Kamera in dem Spiel ist so. Rotze. Also genau entgegengesetzt zu normalen Kamerasteuerungen ist. Das verwirrt einen total, wenn man alle anderen Spiele spielt. Und dann das hier. Da ist der Wunderkelch. Da ist die Lebensflasche. Da vorne ist Feuer. Da ist der Rückweg, okay. Das ist so ein Händler, oder? Ne, das ist nur eine Fahne. Das heißt, ich war jetzt überall. Ich muss diese Tore irgendwie aufbekommen. Da ist eine Truhe drin. Da ist diese Rune, die ich brauche. Oh, das heilt mich noch. Gut. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Buch und da ist der Anfang. Okay. Da ist ein Ender wahrscheinlich. Und muss ich die Tore aufbekommen. Lies mir mal das Buch da. Diese magische Barriere wurde von den Drachen von einst erbaut. Nur wer tapfer genug ist, die Drachenrüstung zu tragen, darf dieses Flammentor passieren. Ist das vielleicht, ich muss die Rüstung tragen? Ja, danke, dass ich erstmal die falsche Taste drücke. Darf ich da durch? Ja, darf ich, tatsächlich. Ich sehe gerade nichts. Oh, die ist mächtig. Aua. Einfach Mumien niederbrennen. So. Was zum? Das ist ein Feind.
ist wahrscheinlich der Drache. Ich drück mal alle Schalter, wird schon passen. Ach so, kann es sein, dass der Angst vorm Feuer hat. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Das letzte Tor geht noch nicht auf. Ich wette, dieser Drache würde mich verfolgen. Ja, weil ich die Rüstung trage, traut er sich nicht, oder wie? Ah, so ist das gemeint. Gucken wir mal. Auch er hat mich erwischt. Schön, dass nicht nur ich so einen verbündeten Drachen habe. Wo ist er? Er ist weg. Habe ich ihn besiegt? Nee, oder? Das ist der Rückweg. Das ist Schalter. Ah, zum Kelch, oder? Ja. Aber was bringt mir das? So, genau, erstmal die Rune. Händler war da. Oh, da wird er vollgestopft mit Geld. Mist. Egal, er hat mehr als genug jetzt. So, ein paar Monster muss ich noch killen. Ich bin auf 90%. Vielleicht muss ich den Drachen noch töten. Ich hätte den noch töten müssen. Hab's jetzt versaut. Das Level ist nicht sonderlich groß, aber es wirft Rätsel auf. Ich verstehe es nicht. Na, da ist der Kelch. So, Moment, ich muss diese eine. Besonders krass. Ist das eine Tür finden? Genau, die ist da, oder? Ja. Kann ich euch auch abfackeln? Ja, kann ich. So, hier ist generell das Ende. Hallo, brenn doch. Warum brennt ihr nicht? Ja, jetzt. Halten die so viel aus? Egal, ich gehe jetzt zurück und hole mir meinen Kelch. Mein Wunderkelch. Ein Saal wartet. Yeah. Da kriege ich wieder eine geile Belohnung oder so. Das magische Schwert wäre cool. Heldensaal. Erledigt ein oder zwei Zaroks. Vielleicht werden sie dann zugänglicher. Ich dachte, Zarok wäre dieser oberböse Magier da. Also, ich habe kein Geld. Wahrscheinlich muss ich wieder in den oberen Stock. Das ist diese afrikanische Prinzessin. Warum wollte ich gerade Priester ansagen? Centaurus. Axtmann, glaube ich. Ja, her damit! Dann, wie geht's? Wie steht's? Habt ihr euch ein Zauberschwert besorgt? Was, Mann, Daniel? Ihr könnt
doch nicht ohne Zauberschwert in die Schlacht gegen die Untoten ziehen. Hier, nehmt meins und ihr müsst nie wieder eine Klinge schleifen, so wahr ich Dürk Schwertstreich heiße. Mit einem Zauberschild allein könnt ihr's nämlich vergessen. Glaubt bloß nicht dem dummen Schildgarn. Guter Junge, eher würde ich ein Tablett mitnehmen als einen von seinen lumpigen Schilden. Magisches Schild. Ja, das sieht doch nach einem Schwert aus. Ich glaube, meine PS4 ist gerade ziemlich laut. Ich habe 14 Kelche, ja. Umwerfen alles. Frag mich, wie stark dieses Schwert ist, aber wird bestimmt dementsprechend stark sein. Yeah. Jetzt geht's mit einem magischen Schwert in die Schlacht, wie geil. Und nächstes Level? Ja, nächstes Level. Gut, aber dann würde ich sagen, das war Medieval. Beim nächsten Mal sehen wir uns die Spukruine an. Das war Medieval, das habe ich gerade eben gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.